Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers 4 Age of Extinction Dinobots / Inner Deluxe Fassung der Generations Line. Was soll ich zu dieser Figur sagen? Sie bereitet mir Kopfzerbrechen, absolut Kopfzerbrechen. Einerseits bin ich hin und her gerissen von dem supergeilen Dino-Modus, den ich euch jetzt einfach mal zeigen werde. Das ist eine Art Flugraptor quasi, also ein Raptor quasi mit angedeuteten Federn. Er ist zu groß geraten in meinen Augen und diese ganzen gelben Federn, die ihr quasi seht, die sind alle aus Gummi. Das heißt, die Figur ist wirklich übersät mit Gummi. Hier, der ganze Schwanz, hier, ja, eigentlich schön, aber die Bewegung der Figur ist so heftig eingegrenzt, dass ich ganz ehrlich sage, das hätte sich auch Hasbro sparen können, denn die Figur ist so klobig, stellt euch einfach einen Ritter vor, der so mit Platten vollgepackt ist, dass er sich wirklich nur wie ein Pinguin davor bewegen kann und das ist sehr schade. Aber ja, wir kommen gleich zu dieser Figur. Wir haben natürlich auch hier wieder die typische Anleitung. Klappe ich einfach mal kurz auf. Typische DIN A4 Seite. Wir haben hier die Figur einmal quasi in, man kann sagen, 13 Schritten ist diese Figur verwandelbar. Dann haben wir auf der Rückseite natürlich dann den Gegenpart, wie man es quasi zurückverwandelt. Ja, gut und schön, aber die Figur ist, wie gesagt, in meinen Augen, ich sag's ganz offen, schlecht umgesetzt. Dazu haben wir dann noch auch hier dieses schöne kleine Poster, was natürlich mit dabei ist, mit Grimlock im Stomper. Mit dem kleinen Autobot Prime hinten drauf. Und auf der Rückseite dann so einen kleinen Werbekatalog. Aber gut, muss ich euch jetzt nicht zeigen. Habt ihr bestimmt schon mal in anderen Reviews gesehen. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zur Verpackung. Die Verpackung ist natürlich schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Schönste an dieser ganzen Figur. Wir haben auch hier wieder das Transformers-Symbol. Dinobot / Hier vorne einmal im Robotermodus abgebildet. Sehr schön eigentlich, aber hier seht ihr schon das Negative an dieser Figur. Hier blockiert was. Der Schwanz hier unten in der Runterzeit ist einfach nervig. Und auch die Beine sind nicht gerade super generiert. Wir sehen hier vorne einmal ganz kurz diesen Flugraptor quasi, wie er hier abgebildet ist. Hier unten diesen ganzen Zacken an den Armen, finde ich, sieht geil aus. Macht dann hier quasi nicht so viel Schönes her. An der Seite haben wir hier dieses Artwork nochmal ganz schön. Und hinten natürlich dann groß abgebildet. Einmal Strafe im Dino-Modus. Und Drift im Raptor-Mode hier quasi. Einmal Slash und im Roboter-Modus. Und auch hier sehen wir es einfach nochmal. Dieses ganze Gedöns hier vorne. Es nervt einfach. Ganz ehrlich. Und auch hier oben, das alles, es ist wirklich so, die Arme sind auch ganz schlecht designt. Also ich sag's ganz offen und ehrlich, man kann die Arme nicht richtig knicken. Es ist eine Figur, die auch mit den Händen, weil die nicht drehbar sind, auf keinem Balljoint, nichts, einfach schlecht umgesetzt. Aber ich zeig's euch gleich. So, kommen wir zu der Figur. Die Figur, wie gesagt, an sich ein sehr schönes Design für den Robot, für den Dino-Modus. Die Federn stehen hier schön ab, das gefällt mir schon sehr gut. Und ansonsten im Dino-Modus, wie gesagt, ist die Figur wirklich eigentlich ganz nett. Und ja, sieht gut aus. Auch hier unten die extra lange Kralle macht was her. Und auch dieser keulenartige Schwanz ist sehr nett. Aber ansonsten war es das auch schon. Ihr könnt hier diesen Mund leicht öffnen. Die Augen sehen echt böse aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, es erinnert mich eher an einen Decepticon als an einen Autobot. Und die Hörner hier hinten, die schwarz abgeändert wurden, im Gegensatz zu den mintfarbenen, muss ich ganz ehrlich sagen, macht was her. Sieht richtig böse aus, so richtig zornig, so dämonisch. Sehr schön. Die Waffen im Robotermodus sind hier unten drin in dem Arm platziert. Hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Aber gut. Ja, wie gesagt, der Schwanz ist beweglich, so ganz leicht, weil halt aus Gummi.
hier oben diese Rückenfinnen könnt ihr nach hinten klappen oder halt nach oben klappen, das ist euch überlassen. Und die Beine könnt ihr leicht anwinkeln, auch gerade machen, das ist euch überlassen, wie ihr es wollt. Nicht zu sehr nach vorne knicken, denn habt ihr den Nachteil, dass die Hand des Roboters hier oben rauskommt. Ja, die Arme, wie gesagt, zeigen sehr stark nach innen. Das kann man nicht wirklich groß verhindern, es sei denn, man biegt sie wirklich nach vorne. Dann geht's. Es liegt halt an diesen Rippenknochen hier unten und diesen Waffen. Ja, und ansonsten kommen wir jetzt einfach mal zu der Transformation, die mir auch Kopfzerbrechen ganz ehrlich bereitet. Ihr nehmt einmal hier unten erstmal die Waffen im Robotermodus raus. Dreht die Arme am besten nach oben. Dann dreht ihr hier unten die Füße einmal nach unten. Habt ihr hier quasi wie so eine Kralle, die sich bildet, wie so eine Art Hand. Die dreht ihr einmal nach vorne. Das gleiche hier noch einmal. Anschließend dreht ihr die richtig nach innen. So, das wäre jetzt schon fast alles. Jetzt müsst ihr einfach nur die Hand nach oben drehen, um die Arme zu bilden. Die dreht ihr jetzt einfach mal nach hinten. Das ist jetzt eigentlich für die Arme schon alles. Ihr seht selbst sehr bulky, sehr heftig. Entschuldigung. So, anschließend dreht ihr hier unten diesen Brustkorb nach außen. So, dreht die Teile einfach am besten zur Seite erst einmal. Dann dreht ihr hier unten die Füße heraus. So. Anschließend, und das ist ein wenig komplizierter, dreht ihr hier dieses ganze Seitenpanel herum. Die Arme sind hier auf so einem kleinen blauen Gestänge, wie ihr hier seht. Da müsst ihr quasi das lösen. Hier unten sind wieder so eine Einmoldung und das müsst ihr einfach einmal herumdrehen um 180 Grad. Die Beine nach vorne, also die Arme quasi erstmal nach vorne drehen. Ihr seht hier schon den Kopf, der ist eigentlich noch zu. Klappt der aber am besten natürlich auch auf. Klappt den nach unten, die Arme ein bisschen zur Seite, damit das alles vorbei kann. So, anschließend dreht er hier unten, ihr seht selbst hier dieses Scharnier, über dieses Gestänge drüber und lasst es einrasten. Das war es theoretisch schon. Anschließend kommt jetzt der schwierige Part. Ihr löst hier unten die Beine. Dreht jetzt hier den Oberkopf des Raptors einmal nach oben. Dreht ihn so nach innen. Das heißt quasi, das Gestänge sieht dann so aus. Das gleiche hier noch einmal. Lässt die Augen hinter diesen Stacheln verschwinden. Anschließend dreht ihr hier das Ganze nach hinten. Das quasi, ihr schließt den Mund wieder. Dreht dann hier diese Beine einmal herum. So. Das gleiche hier noch einmal. Einmal herumdrehen. So. Anschließend dreht ihr hier die Beine einmal komplett um 180 Grad einmal herum. Das gleiche hier, um die Beine zu bilden. Die Beine, finde ich, sind vom Innendesign eigentlich sehr nett generiert. Aber das war es dann leider auch schon. Ihr dreht jetzt die Beine ein bisschen nach außen. Also die Schenkel. Habt dann so die Beine fertig. Dreht jetzt die Arme nach unten. Dreht sie zur Seite. Das gleiche hier. Ja, und jetzt habt ihr theoretisch schon Slash fertig verwandelt. Ihr dreht jetzt nur noch hier die Arme so herunter. Das heißt die Schulter so nach unten. Und hier das gleiche. Es ist euch überlassen, wie ihr es macht. So ist jetzt original. Ich würde es jetzt zum Beispiel bevorzugen, wenn die Stacheln nach oben reichen. Das wirkt dann ein bisschen bedrohlicher, finde ich. Das ist aber euch überlassen. Ich werde es jetzt mal so lassen, wie Hasbro es vorsieht. Die nach unten drehen. So, und jetzt ist eigentlich Slash schon fertig verwandelt. So, zoomen wir einfach mal ein bisschen näher an. Und jetzt können wir natürlich die Waffen ihm noch in die Hand geben. So, jetzt hat er quasi diese Äxte in der Hand. Die sind komplett aus Gummi, sind ein bisschen schwer zu befestigen. Aber das war's dann auch schon. So, jetzt hat er die Äxte in der Hand. Und ja, jetzt kommen wir doch einfach mal zu den Details. Ihr seht, die Figur ist vollgepackt mit Stacheln, mit allem möglichen drum und dran. Er ist wirklich ein massiver, großer
vollgepackter Rambock eigentlich. Eigentlich würde ich sagen, sehr schön, aber die Figur hat wie gesagt viele Nachteile. Kommen wir jetzt erst einmal zu den Details. Ihr seht selbst, um auf den Kopf zu kommen, das ist mit das Geilste eigentlich an dieser ganzen Figur. Wie man euch anguckt, er sieht böse aus. Es sieht wirklich aus, als wenn er hier wie so ein Grill davor hat. Aber wenn ihr den Film ganz genau euch angeschaut habt, habt ihr gesehen, dass das Reißzähne sind, die quasi übereinander und sich quasi an den Spitzen treffen. Sehr geil, also wie so eine Art Schaufellader, den er vorne hat. Geil gemacht. Der Helm, finde ich, passt nicht ganz dazu. Er wirkt irgendwie wie so ein Bauarbeiterhelm irgendwie. Ich muss es ganz ehrlich mal gestehen. Sehr schade. Ansonsten hier vorne diese ganzen, diese Ventilatoren quasi da dran hat, die finde ich sind ziemlich cool gestaltet. Also wirklich passend in der richtigen Position. Der Brustkorb ist auch sehr schön. Ist alles sehr gut gemacht. Aber jetzt kommen wir auch schon wieder zum Knackpunkt an dieser Figur, der mir nicht gefällt. Hier oben diese Finnen. Sie schränken die Figur in der Bewegung extrem ein. Wir haben hier unten diese Knie. Die haben ja auch die Spitzen dran. Die schränken die Figur auch nochmal ein. Wenn ihr sie zur Seite dreht, dann könnt ihr diese Finnen nach oben drehen und dann würden sie auch nicht mehr stören. Aber hier blockiert wirklich das eine das andere und das ist irgendwie nervig. Ganz ehrlich. Das hätte Hasbro wirklich besser machen können. Und ich verstehe nicht, wieso es hier nicht passiert ist. Die Arme, wie gesagt, eigentlich sehr nice gemacht und allgemein auch sehr, sehr muskulös, die Figur. Also wirklich heftige Arme, sehr dick. Aber da sind wir auch schon wieder bei dem nächsten Knackpunkt. Mich stören diese Arme hier vorne, die Krallen nicht wirklich. Man könnte es auch hier als Waffen einsetzen. Das ist eigentlich eine nette Idee. Nur, ganz ehrlich, die Arme nur nach innen winkelbar machen. Nicht drehbar, dass ihr sie jetzt quasi nach innen drehen könnt, um 90 Grad nach links. Das geht nicht. Das heißt, wenn ihr die Ellenbogen nach oben macht, hat er so die Waffe in der Hand. Das ist, ich will es mal jetzt nicht aussprechen. Wenn ihr es nach innen dreht, dann wäre es besser. Dann könnt ihr wirklich die Faust nach oben drehen und es sähe wirklich so aus, die Waffe hält. So sieht es einfach Panne aus. Und auch, was soll das, dass dieser Ellenbogen so konzipiert ist, dass er in die andere Richtung wirklich um 90 Grad nach einen Winkel bildet, fast. Und so gar nicht. Also ganz ehrlich, ich frage mich, was das soll. Man blockiert hier die Figur mit allen Belangen hier selbst. Es macht mich traurig. Und klar, ich habe sie mir geholt, weil es einfach ein Dinobot ist, der zum Team gehört. Aber muss das sein? Sehr schade, ganz ehrlich. Die Beine vom Design, wirklich eigentlich geil überlegt, geil designt. Sie ist wie so ein Absatz hier. Die Figur steht auch eigentlich sehr gut. Es passt, ganz ehrlich, der Fuß ist geil. Aber diese Dinger hier, was soll das? Was soll das, Hasbro, ganz ehrlich? Ihr seht selbst hier, ich habe jetzt mal den Fuß abgenommen. So ist es nice. Die Knie gehen nach vorne, aber wenn ich jetzt das Bein nach innen drehe, dann wird es noch hier, es schwabbelt an und dran rum. Es ist, es muss nicht sein. Hättet ihr es Außendesign so drehbar, dann wäre es wirklich cool gewesen. So. Ja, aber so nicht. Es ist ein deftiger Punkteabzug, ganz ehrlich. Ja, die Figur an sich, wie gesagt, ganz nett. So. Die Schultern sind gut designt, ist eine nette Idee, ganz ehrlich. Auch, dass man das vielleicht nach oben winkeln kann. Ja, es gefällt mir ganz gut. Die Gummiteile, wie gesagt, die werden irgendwann porös werden. Gefällt mir nicht so gut. Die Waffen hätte man vielleicht auch noch vielleicht farbig umgestalten können. Hier hat Hasbro blau mit aufgesprüht. Finde ich, ist geil umgesetzt. Hier an den Federn fehlt's. Die Dinos damals, die in dieser Richtung quasi existiert haben, das heißt kleine Raptoren mit Flügeln, die sie nicht nutzen konnten, also mit einem richtigen Federkleid, hatten bunte Federn. Wieso man hier alles bunt macht, hier überall, und das nicht, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Selbst hier ist alles bunt, nur die Waffen sind schlecht gemacht. Allgemein ist diese Figur sehr eingeschränkt von der Bewegung. Der Kopf ist nach links, rechts drehbar.
Die Arme lassen sich nach oben und nach hinten ein bisschen drehen. Nicht um 360 Grad drehbar, wegen den dicken, fetten Schultern. Die Ellenbogen, wie ich schon sagte, lassen sich nur um 45 Grad nach oben drehen. Sehr schade. Die Hände lassen sich gar nicht bewegen. Auch sehr schade. Nicht drehbar, gar nichts. Die Beine sind hier oben wegen den Federn nicht richtig nach oben winkelbar. Auch sehr schade. Klar, die Knie sind anwinkelbar, aber auch nicht sehr viel. Auch sehr schade. Ja, alles in allem eine Pleite, diese Figur, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer sie haben möchte für sein Team, okay. Ansonsten kann ich vom Kauf nur definitiv abraten. Ihr seht selbst hier hinten dieser Schwanzteil. Er wird andauernd verbogen durch die Arme, dadurch aus der Form rausgehauen und zwangsläufig, wenn ihr ihn lange in der Vitrine stehen lasst, so verformt sich das Gummi. Und ihr seht selbst schon, bei mir hat es das schon. Ich muss es gerade drehen, um es übereinander lappen zu lassen. No go. Das muss nicht sein. Ja, die Waffen selbst, ganz angenehm, die könnt ihr natürlich auch im Robotermodus auf den Schultern quasi platzieren. Das ist eine nette Idee. Ihr steckt es einfach wieder hier oben in die Arme des Raptors hinein. Ja, ganz schick. Aber das war's. Alles in allem, wie gesagt, ein ziemlich bepackter, unbeweglicher Dinobot. Ja, alles in allem hat die Figur von mir im Dino-Modus 8 von 10 Punkten verdient. Im Roboter-Modus höchstens, allerhöchstens, das ist der höchste der Gefühle, 5 Punkte macht, ja, ich würde jetzt einfach mal plus, minus, Details und alles in allem, ja, 6 bis 6,5 Punkte von 10 Punkten geben, mehr auf keinen Fall. Hat die Figur einfach nicht verdient. Ansonsten, ja, nice to have. Das war's auch für heute. Es tut mir leid, dass ich euch keine bessere Figur in dem Moment präsentieren konnte, aber es ist leider der Fall. Wir sehen uns das nächste Mal bei meinem nächsten Review und ich würde sagen, ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und mich demnächst wiedersehen würdet beim nächsten Review. Natürlich knallhart, wie ihr seht. Ich gehe hier mit Hasbro hart ins Gericht und würde mich freuen, wenn ihr das weiter verfolgen würdet. Bis dahin sage ich, euer Rexfor.